So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Wir sind dabei immer noch Aufträge zu erledigen und Personen abzuliefern und das machen wir jetzt einfach weiter. Müssen wir nämlich hier immer noch. Ja, wir fliegen jetzt einmal quer durchs System wieder zurück zu der anderen Station, die am Anfang war. Also ich fliege jetzt quasi die Strecke zum dritten Mal. Ja. So ist das. Ich kann gleich mal das Ziel auswählen. Wie hieß das Ding? Kornblues Orbital. Oh, natürlich ist das jetzt genau unterm Planeten. Natürlich. Ha, ja, ich meine, man ist auch ziemlich kacke hier hingeflogen, also. Ja, stimmt. Das ist nicht so überraschend. Oh, der Planet hinter mir soll sich mal dünner machen. Er hat zu viel Masse. Wow. Oh Gott, wie langsam das lädt. Nein. Doch. Achso, ja. Oh. Hm. Nichts. Okay, dann ist ja gut. So, was? Jetzt hat der MSA es endlich geschafft zu laden. Ah ja, bei mir auch. Auf einen Schlag dann. Nee, es hat bei mir einfach ewig gedauert. Ja, es ist ewig nichts passiert und dann zum Schluss... Nee, es ist ewig, ewig nichts passiert, Punkt. Ja, okay, da aber dann zum Schluss... Besser. Also es ging bei mir bis zum Ende langsam. Okay. Also bei mir ging es dann zum Schluss auf einen Schlag schneller. Das Einzige, was dann schneller ging, war der Countdown. Wow. Das ist aber wenig überraschend. Oh Mann. So, jetzt bin ich endlich vom Planeten weg. Oh, diese Beschleunigung ist... unglaublich. Ja. 5717 Lichtsekunden. Ja, nur 99 Tage. Ja. Ach nein. Jetzt hab ich. Haha. Falscher Bildschirm. Warum? So. Ich habe gerade dich ausgewählt, weil ich so dachte, ach, brauchst ja noch eine Geschwaderanlage. Stimmt. Also unter Kontakte. Hä? Egal. Wie mich. Ja, unter Kontakte könnte ich dich auswählen, weil du in der Nähe warst. Ach so, und mein Gehirn so dachte, hier, Geschwaderentladung. Ja, okay. Das war gut. Bis nach... Oh, okay, jetzt habe ich das Ziel sogar noch drin. Bis nach Vista wären es 16 Sprünge gewesen. Oh. Ja. Das, aber das ist ja auch das letzte Ziel gewesen, quasi. Okay. Da wäre man ja nicht direkt hingeflogen. Hm. Irgendwie sieht es gerade so aus, als würde ich dich ein bisschen überholen. Wie das? Aber nur ein bisschen. Warum? Weil du so nach hinten gezuckt hast. Ach so, ja. Also das Signal. Kenne ich. Passiert viel zu oft in diesem Spiel. Ja, passiert viel zu selten nicht in diesem Spiel. So kann man es natürlich auch ausdrücken. So, das nenne ich doch endlich mal Beschleunigung. Die 25-fache Lichtgeschwindigkeit. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich muss gleich aussteigen und paddeln. So funktioniert das. Ja. Wenn man nämlich das Vakuum zurückstößt, dann wird man selber nach vorne gedrückt. Ist doch logisch. Ja, ja. Wie soll es denn sonst funktionieren? Tja, das weiß ich auch nicht. Tja, siehst du? Ich habe in Physik nicht aufgepasst. Der Herr Physik-LKler. Ich habe auch keine Experimentalphysik-Vorlesungen gerade. Wobei, morgen zum letzten Mal. Hast du nicht irgendwas mit Elektrotechnik studiert? Ja, ich studiere Elektrotechnik. Und da habe ich
als Vorlesung Digitaltechnik, höhere Mathematik 1, lineare elektrische Netze und Experimentalphysik. Weil hört sich Experimentalphysik nicht so an, als würde es da reingehören. Ja. In dieser Aufzählung. In diesem Studiengang sitzen viele, die sich das denken, glaube ich. In dieser Vorlesung. Da sitzen auch Biologen und Chemiker und irgendwelche Geowissenschaftler drin. Das brauchen die wahrscheinlich alle nie wieder. Und alle so, oh, das ist irgendwas mit Naturwissenschaft. Lass mal Physik da reinpacken. Ja, so in der Art. So ungefähr. Ja, ein Kollege von mir, der Chemie studiert, hat irgendwie auch kaum gefühlt jedes Semester irgendein Physikmodul. Er studiert aber Chemie. Ja. So. Alles klar. Ich bin gleich da. Ich habe noch 500 Lichtsekunden. Ja, ich habe jetzt noch, 300. Ja, dann zieh mich mal rein. Ja. Ich flieg vielleicht vorbei. Flieg vorbei. Nein, nein, ich flieg nicht vorbei. Gut, dann. Dann ist es ja gut. Achso, ich könnte noch das Geschwadersignal aktivieren, sonst wird das nichts. Ja, das wäre gut. So, ist aktiviert. Aber wenn du jetzt einfach Gas gibst, dann wirst du vorbeifliegen. Das ist richtig. Ich bremse ja nämlich ab. Ich muss ja irgendwie reinkommen. Ja, das ist richtig. Also im Prinzip musst du sowieso abbremsen. Ich weiß. Ach nee. Traumhaft sowas. Ich glaube, du bist gerade schräg unter mir und... Okay. Gut. Nicht so weit entfernt. Ja, das glaube ich gern. Ich habe auch nur noch 15 Megameter bis zur Station. Na gut, dann... Diesmal bin ich tatsächlich nicht dran vorbeigeflogen. Jetzt habe ich auch nur noch Megameter. Ja. Noch 2 Megameter. Noch 1,5 Megameter und du bist vorbeigeflogen. Ich bin nicht vorbeigeflogen. Was? Das sah aber auf der Karte so aus. Dann war das jemand anders, der vorbeigeflogen ist. Okay. Außerdem wurde ich jetzt reingezogen. Ja, ich bin auch drin. Ja, wobei ich mir nicht ganz sicher war, ob ich reingezogen werde. Und jetzt habe ich 20 Kilometer bis zur Station. Ach, danke, Spiel. Hätte ich auch die letzten 4 Megameter selbst fliegen können. Wäre wahrscheinlich deutlich schneller gewesen. Ich glaube auch. Also immerhin kann die Station mir jetzt schon mal vorab sagen, dass ich mich doch bitte anmelden soll, bevor ich reinfliege. Das ist ja sehr nett. Sehr nett ist das. Hast du den Eingang schon gefunden oder fliegst du noch verwirrt? Ja, nein, nicht verwirrt. Ich sehe ja die Pfeile auf der Markierung. Ich fliege in die richtige Richtung. Es dauert nur ein bisschen. Es hat so ein bisschen was von so Bienen, die um den Bienenschwamm herumschwirren. Nein, die finden den Eingang schneller. Ja, gut, das ist wohl richtig. Aha, Platz 31. Bei mir ist es Platz 12. 31 ist bestimmt voll logisch wieder am Anfang. Ich sehe 12 sogar schon beim Reinfliegen, das ist nett. Eigentlich sieht man alle direkt beim Reinfliegen. Nein, die direkt unter dem Eingang sind nicht. Ja, also bis auf die unterm Eingang siehst du ja. Nein, aber das sind ja die meisten, die ich meine, nicht unter dem Eingang sind. Ich habe 12 schon von draußen gesehen. Also durch den Schlitz rein. Das meinte ich okay, damit. Ja, okay, tatsächlich. Ja, okay. Ja, 31 ist tatsächlich direkt ganz vorne. Ha, perfekt gedockt, würde ich sagen. So, 10 Credits auftanken, das hat sich gelohnt. Und Belohnung einholen, einsammeln. Oh wow, wir sind jetzt wirklich irgendwie so ein Mikrometer vor einem guten Ruf. Oder ich zumindest. Da fehlt jetzt wirklich nur noch so ein winziges Teil.
Also ich habe jetzt so ein, ich habe so ein bisschen bei herzlich. Ah, ja, okay. Ich bin noch bei neutral. Aber herzlich ist ja teil, oder? Also herzlich ist schon mal besser als neutral. Das heißt, du hast jetzt wahrscheinlich mehr Aufträge verfügbar als ich. Also das, ach nee, das ist wieder so ein Kackauftrag. Beziehungsweise er hat gerade, aber das ist keine Fraktion, die hier ist, glaube ich, das ist das Problem. Ah, Mann, 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 Mann. Aha, da wäre ein Auftrag in 66 Lichtjahren Entfernung. Ah, dafür haben wir, glaube ich, nicht genug Ladekapazität. Aber 66 Lichtjahre Entfernung und 310.000 Credits. Ach, der bei diesem New Yesenia Espinosa interessiert sich für Sehenswürdigkeiten in? Kein Kommentar. Ja. Ach so, ja, okay. Ja, ich musste erst wieder zurückklicken. Ach so, okay. Weil ich erst analysiert habe, was du mir sagen wolltest damit. Ah, okay. Wow. Ja, ich glaube, das ist der einzig sinnvolle Auftrag gerade. Wow. Oder? Was denn? Da gibt es einen für 46 Millionen Credits. Dafür braucht man aber einen wohlgesinnten Ruf. Für 13.900 Lichtjahre? Also 14.000 Lichtjahre? Das ist jetzt aber gar nicht mal übel, muss ich sagen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem langen Auftrag. Warum? Ich habe gerade nichts verstanden von dem, was du gesagt hast. Achso, ich habe gesagt, hier gibt es einen Auftrag. Hä? Huh? Ja. Ja, für den mal 46 Millionen Credits bekommt und dafür muss man nur knapp 14.000 Lichtjahre zurücklegen. Hier wäre auch einer mit 16 Millionen, mit knapp 17 Millionen für 6.200 Lichtjahre. Ja, ich würde mal sagen, meiner ist besser. Das Problem ist, können wir beide ja, da fehlt so gar nicht machen. Da fehlt leider der passende Ruf. Okay, da muss auch Kabinenklasse erste Klasse haben. Für 8 Leute. Das ist auch nicht zu unterschätzen, weil du bei Luxus, glaube ich, Luxus oder erste Klasse hast du schon nur noch 2 für so ein Klasse 4 Dinge. Nur 2? Nicht 4? Meine ich, also 2 Plätze meine ich. Nee, ich meine, war es nicht 4? Weil wir 6 und 8 haben für... Wir können ja mal gucken, ob es hier Kabinen gibt. Ja, ist egal, bringt uns ja eh nichts. Ich meine, da kann man aber mal, über, also mal gucken, ob sowas überhaupt in Frage kommt. Also okay. So Luxusdinger. Intern optional. Passagierkabine. Ne, ich glaube, die gibt's hier nicht. Nein, gibt's hier keine. Ich wollte gerade sagen, nee, die gibt's hier tatsächlich nicht. Wie sieht's mit Aufträgen aus vom schwarzen weiß ich Brett? Nicht. Was machen wir als nächstes? Ja, Moment, ich guck gerade. Was es hier an Aufträgen hat. Naja, also ich meine, sonst könnten wir halt diesen den Dings, den Auftrag mit den 310.000 machen. Ja, okay. 7 Leute für Economy. Und wo führt der hin? Moment, 7 Leute für Economy? Achso, ja, passt, ja. Ja, passt. Welcher Auftrag ist das? Ja. Ja, da passen 8 Leute rein. Bedaho, 66 Lichtjahre. New Aceyama Coalition. Achso, das war Yesenia Espinosa, interessiert sich für Sehenswürdigkeiten in. Ja, genau. Ach, das bringt uns wieder dämliche Belohnung, die wir nicht einsammeln können, weil zu wenig Platz. Weiß. Na gut. Kabine. Muss man halt einen kurzzeitigen Kraftstofftank rauswerfen. Ja. Okay. Kriegen wir auch hin. Ich meine, wir können ja mal kurz gucken, ob wir noch was an Fracht mit uns rumschleppen. Nein. Sieht. Achso, na und es geht. Nein, tun wir nicht. Ich auch nicht. Dafür muss ich nicht nachgucken, das weiß ich. Ja. Na, jetzt.
So. Systemkarte wird gestartet. Ach, wieder eine Planetenstation. Oh, nein. Die müssen wir wieder zurück. Co-Fraktion. Was? Die müssen wir am Ende wieder zurückfliegen. Das ist wieder eine erdähnliche Welt. Das heißt, ja, da können wir nicht landen. Ja, und? Ja, das heißt, wir müssen sie am Ende wieder zurückfliegen. Ja, mein Gott, 66 Lichtjahre. Das ist doch nix. Ganz ehrlich. Wenn wir nicht mal da laden müssen. Hier wird gerade irgendjemand hart beschossen. Oh, direkt der Ruf hat sich auch akzeptiert verbessert. Bei welcher Fraktion? Moment, ich muss gleich nochmal nachgucken. Sowieso? Ich muss gleich nochmal nachgucken. Ups, was? Mach ich doch gar nicht. Ach, das Spiel ballert mich mit Meldungen zu. Ich soll nicht hier vor den Landeplätzen herumlungern. Ja, das macht es gerne. Ach, oh ja, ich sehe gerade, da wird jemand ziemlich fett abgeballert. Er wird immer noch abgeballert, dann kann er ja gar nicht so low sein. Hat aber 0% jetzt. Naja, Okay, dann die Richtung war vielleicht doch recht low. So, bei N'Gard Federal Co-Reputation Change. Nein, Ruf bei der N'Gard Federal Co-Fraktion. Naja, hat sich auf jeden Fall noch akzeptiert, ja, verbessert. Genau, da war ich. Ja, genau, das habe ich auch gekriegt. Das andere, ja, das war das, die sich da. Toll. Okay, dann los. Moment, warum springe ich gerade schon wieder nach dem Garten? Der andere Auftrag. Das ist eine gute Frage. Nein, weil wir da herfliegen. Das Interessante ist, der Auftrag von vorhin mit den 250 Lichtjahren, Entfernung, da wären wir auch nach N'Gard jetzt geflogen. Also wir fliegen ja quasi wieder, beziehungsweise wir fliegen wieder bei dem System vorbei, wo wir, also dann wären wir da auch vorbeigeflogen. Da fliegen wir jetzt auch her. Fliegen, oder fliegen. Hin, vielmehr. Fliegen. Weg, sitzt im anderen Auftrag. Fliegen, fliegen. Fliegen, 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 fliegen. Ja. Uwe, fliegen. Du musst fliegen. Ja. Wenn fliegen hinter fliegen, 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 fliegen nach. Ist mir da gerade spontan so eingefallen. Ja. Genau. So nicht anders. Ja, das heißt, es geht wirklich so. Ach ja. Kann man auch ein bisschen Treibstoff mitnehmen, wenn man dann mal sich auf den nächsten Sprung ausrichtet. Ja, mit dem billigen Fuel Scope und 93% Temperatur. Hoppla. Ich weiß nicht, wenn man sowieso dran vorbeifliegt. Wir brauchen einen besseren Fuel Scope. Ja. Wir haben immerhin wieder ein bisschen Geld gesammelt, um ihn uns leisten zu können. Also eigentlich würde ich gerne die... ja. Ich würde ja eigentlich gerne die Economy Class Kabine rauswerfen, aber das Problem ist, wenn man dann halt mehr als 6 Leute kriegt, also halt einfach mal so knapp 7 oder so, dann ist man immer direkt angearscht. Ja. Weil man ja in die Business Class nur noch 6 Leute reinkriegt. Ja. Andererseits kann man in die Business Class alles Mögliche reinpacken. Alles Mögliche. Schrott, und? Abfall, ja. Klamotten, Drogen, bisschen Roastbeef, ja, ein Hühnchen, genau. Eine Pizza. Weil das Roastbeef gehört sich sehr richtig an diese Aufzählung. Ja, das gehört da rein. Ja. Eindeutig, also. Vielleicht schaffen wir es sogar in dieser Folge noch ins System. Ist ja nicht so weit. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch mehr oder weniger um die Ecke. Zumindest mit diesem Schiff. Wie viele Sprünge waren es denn eigentlich? So. Ich habe gar nicht drauf geguckt am Anfang. Ich weiß es nicht. Viele können es nicht gewesen sein. Ich glaube, 2 habe ich schon gemacht und es sind noch 2. Dann waren es 4. Ja, seems legit. So, dann knallen wir mal nicht in den Stern rein. Und ja, das dachte ich mir auch. Das ist immer bei diesen kleinen Sternen, das unterschätzt man schnell. Und dann ist man so direkt zack im Notstopp.
Also denkst, so breit war der Stern doch nicht. Ach, der war schon sehr breit, der Stern. Weißt du, was der für Gase fusioniert hat? Nein. Tja, wenn du wüsstest. Ich dachte, jetzt kommt ein Physiker-Joke. Oder sowas. Wieso? Ich habe fest damit gerechnet. Weil es mir sehr angemessen erschien in dieser Konstellation. Ja, aber da ist mir keiner zu eingefallen. Dafür kann ich ja nichts. Doch. Wer sonst? Vor allem diese demonstrative Pause. Doch! Top-Sache. Oh Mann. Die Pause liegt nur am Delay, dafür kann ich nichts. Ach, jetzt kann ich mal kurz die Zeit stoppen für den nächsten Sprung. Ja, natürlich. Wir haben wirklich einen ordentlichen Delay. Eigentlich hätte man... sehr gut. Eigentlich hätte ich die Aufladephase von dem FSA mitstoppen sollen, aber das bringt irgendwie nichts, wenn man bedenkt, dass das so unterschiedlich ist. Stimmt. Also die Aufladephase ist ja nicht immer gleich. Also von Anfang des Timers bis man ploppt im neuen System auf, sind es 26 Sekunden gewesen jetzt. Ja. Gut. Achso, ich bin ja schon im Zielsystem. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich... Das System hier in der Nähe braucht eine Erlaubnis. Warum ich jetzt so viel springen muss. So viele Lichtjahre. Da ist mir aufgefallen, das sind nur Lichtsekunden. Ja, das ging schneller als erwartet. Oh, wir sind aber auch schon wieder bei 22 bei Minuten. Dings? Zielkörper Matto. Matto. Ist das ein Stern oder ein Planet? 37 Lichtsekunden. Ich glaube, das ist der Stern und ich glaube, ich werde reinfliegen. Sicher? Ja, ich war ziemlich frisch unterwegs. So. Das sieht ziemlich dicht am Stern aus. Sag mal, wie viele... Ich flieg grad... Ja. Hä, wieso leuchtet mich hier so viel an? Was sind das? Ach, das sind, glaube ich, Schiffe und keine Sterne. Hoppla. Ja, das kann man immer so schwer unterscheiden. Ja, das ist richtig. So ein Schiff ist halt auch viel größer, also ist fast genauso groß wie so ein Stern. Nein, aber es leuchtet so hell. Das kommt davon, wenn man die LED-Scheinwerfer eingebaut hat. Nein, das kommt von den fetten Triebwerken. Ja, das mag auch sein, ja. Aber es ist bestimmt nicht so wichtig. Achso, ja, ist es jetzt am Stern? Also, oder das ist ein im Planet. Stern oder wie auch immer? Das okay. Ist ein Planet. Gut. Normalerweise müssten wir auch nur in die Nähe fliegen und dann müsste sich da gleich auftun, wo wir hin müssen. Das habe ich ja vorhin sogar vorgelesen. Da habe ich ja noch gesagt, das ist wieder ein erdähnlicher Planet. Deswegen müssen wir zurückfliegen. Ja. 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 Ja, aber so weit habe ich jetzt nicht gedacht. Ist so? Ist so. Ist so, Punkt. Ja, ist so. Na, wie weit muss ich denn noch ran? Bis in die Atmosphäre, auch wenn er keine hat. Doch, er hat doch eine. Ist doch ein erdähnlicher Planet. Du bist echt so ein Witzbulldozer. Das ist unglaublich. Egal. Okay. Da, no, was? Notstopp? Willst du mich verarschen? Ja. Also, ich wollte gerade sagen, die Textur sah jetzt aber sehr zermatscht aus. So, gut, ich wurde dann dementsprechend auch mit rausgezogen. Ach so. Ja, weil ich Nuffling anhatte. Oh, wir müssen zu Saut Kruger, da war was. Genau. Er ist hier ganz in der Nähe. 16 Megameter. Oh, wie es aussieht? Oder wird mir hier der Fluchtvektor angezeigt? Nein, das ist tatsächlich die richtige Richtung sogar. Vom Planeten weg wieder. Ja, es ist tatsächlich weg vom Planeten, ja. Ich bin erstaunt. Tatsächlich. Ach, jetzt muss ich trotzdem zum Fluchtvektor. Ja. Dafür hätte es dann schon hundertprozentig retrograd zum Planeten sein müssen. So.
Hast du das Geschwadersignal aktiviert? Nee, ich bin aber noch nicht drin. Müssen wir da überhaupt... Ja doch, da müssen wir rausspringen. Ja, dann aktivier mal bitte. Wahrscheinlich. Joa, hab ich. So, Nufflink ist aktiviert. So cool, außer Reichweite steht da noch. Was fliegt hier alles rum? Das sieht aus wie eine Orca. Das ist wie eine Orgel? Beluga? Ach, okay. Orca. Ja. Eine Orgel. Ja, genau. Was fliegt hier rum? Ach, das sieht aus wie eine Orgel. Orgel. Ja, das ist doch logisch. Oh, sehr schön. Ich bin nur ein paar hundert Meter vom Ziel entfernt rausgesprungen. Oh, voilà. Bin ich dran vorbeigeflogen. Ich seh's. Weil ich in das Dingsmenü geguckt habe. Sehr gut. Hallo. Sag mal, wie dicht muss ich denn ran? Ah, sehr gut. So. So, 56 Meter war eine Antwort. Ja, dann können wir aber Schluss machen für heute. Ups. Stopp. Bleib stehen. Bleib. Ah. Nein, ich spring jetzt hier raus. Nein, wir machen jetzt Schluss. Na toll, jetzt seid ihr mit rausgezogen. Wobei nein, ich muss zum Start beschleunigen. So, jetzt können wir eben Schluss machen. Okay. Dann bis dahin. Jawohl. Tschüss.